Was zur Hölle ziehe ich eigentlich zu einem Bewerbungsgespräch an? Genau diese Frage habt ihr mir gestellt und aus dem Grund habe ich einfach mal in meinen Kleiderschrank geschaut und gecheckt, was ich persönlich in einer bestimmten Kategorie für ein Vorstellungsgespräch anziehen würde. Falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der zukünftig oder jetzt ganz bald ein Vorstellungsgespräch hat, dann teile natürlich liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich euch mit meinen Videos da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Starten wir mit einem Handwerker. Sagen wir mal, du bist zum Vorstellungsgespräch eingeladen als Elektriker oder als Solarmonteur bei einer Solarfirma oder vielleicht auch als Glaser. Auf jeden Fall im Handwerksberuf. Ich persönlich würde jetzt nicht mit Handwerksklamotten da ankommen, nicht direkt von der Baustelle, sondern ich würde tatsächlich mir was Vernünftiges anziehen. Und dazu passt dieser Look, finde ich, sehr gut. Unten trage ich Wildleder-Sneaker in Grau, dazu eine dunkle Denim-Jeans von Levi's und dann drüber ein kariertes Hemd. Ein sehr einfaches Outfit, aber wie ich finde, ein sehr passendes Outfit, wenn du zum Vorstellungsgespräch bei einem mittelständischen Unternehmen oder Handwerksunternehmen eingeladen bist. Weiter geht's in der Kategorie Office bzw. Sales oder Vertrieb, kann man sagen. Da würde ich mich so in die Richtung Smart Casual einordnen und habe dafür diesen Look rausgesucht. Unten trage ich weiße Ledersneaker, dazu eine elegante Chino in Beige, darüber ein etwas hochwertigeres T-Shirt in Premium Cotton und darüber jetzt in diesem Fall eine Safari Jacket. Alternativ kannst du an dieser Stelle anstatt so eine Safari Jacket zum Beispiel auch ganz normal ein Jackett tragen, kommt auch ganz gut und auch diese Kombination funktioniert für so ein Vorstellungsgespräch meiner Meinung nach hervorragend. Weiter geht's mit der Kategorie Business, tatsächlich in dem Bereich Rechtsanwälte, Steuerberater oder Bank und Leute, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt diskutieren. Wenn ihr in diesem Bereich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen seid, dann solltet ihr auf jeden Fall im Business-Look auftauchen. Ich trage hier einen hellblauen Anzug, passend dazu Monks und dementsprechend auch logischerweise mit passenden Accessoires wie Einstecktuch und Krawatte. In diesen Branchen ist das einfach so ein bisschen elitärer, so ein bisschen mehr in Richtung Uniform. Da will man nicht unbedingt aus der Reihe tanzen, wenn man in diesem Bereich ein Vorstellungsgespräch hat. Deshalb dementsprechend auf jeden Fall ein Business-Look im Anzug. Weiter geht's mit der Kreativabteilung. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel in einer kreativen Agentur zum Vorstellungsgespräch eingeladen seid oder in der Kreativabteilung von einem großen Unternehmen, da würde ich mich einfach cool und lässig kleiden. Wie zum Beispiel in diesem fast all black everything Outfit. Unten trage ich weiße Ledersneaker, dazu eine schwarze Anzugshose und obenrum einfach einen klassischen schwarzen Rollkragen in Feinstrick. Das ist jetzt zum Beispiel ein Outfit, was ich anziehen würde, wenn ich mich in dieser Kreativbranche irgendwo bewerben würde, aber in diesem Bereich seid ihr einfach ein bisschen offener, da gibt es nicht so viele Regeln, da könnt ihr eigentlich anziehen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr seid ihr selbst. Und hier nochmal alle Outfits im Überblick. Zum einen der Handwerker. Zum anderen der Kollege im Office bzw. im Sales. Dann geht's elitär weiter mit dem Kollegen im Bank- bzw. Law-Sektor. Und zum Abschluss der Kreative. So Leute, ich sehe schon die ganzen Kommentare hageln, die dann sagen, hey Daniel, ich ziehe einfach an, was ich will, dann bin ich einfach so, wie ich bin. Nein Leute, das geht eben nicht. Man muss sich halt schon ein bisschen anpassen, gerade wenn ich jetzt an den Banker denke, der kann halt nicht mit Flipflops und Tanktop und kurzer Hose zu seinen Terminen gehen, das funktioniert einfach nicht. In einigen Branchen, da bist du einfach ein Stück weit reglementiert und dementsprechend solltest du dich auch dem Dresscode entsprechend kleiden. Das immer im Hinterkopf haben. Das heißt nicht, dass du dich komplett verstellst. Du kannst ja auch zum Beispiel einen Anzug in Grün tragen oder dir ausgefallene Accessoires dazu reinpacken. Am Ende des Tages soll es auf jeden Fall passend sein und du solltest dich wohlfühlen.